es wäre wirklich ganz nett, wenn wir die Möglichkeit hätten, die Leute zu bestrafen, die solche Reports einreichen. Das wäre einer davon. Wo ich wirklich eine Warning aussprechen würde und sagen würde, hallo, vielleicht guckst du dir mal dein eigenes Ding nochmal an. Schönen guten Tag, YouTube. Ich bin's mal wieder, dein Lieblingsrichter. Wir gucken uns jetzt die ganzen Strolche an, die auf der Rennstrecke sich nicht benehmen können. Und dann gibt's ein paar Schläge auf die Eichel. Oder nicht? Und das machen wir jetzt. In dieser Folge. Also lasst uns doch gleich mal reinhüpfen, währenddessen ihr euch schon mal wieder in die Zukunft grüßen könnt. Und dann könnt ihr eure Vergangenheit grüßen. Ihr könnt jetzt quasi just in dem Moment hier in der Zeit reisen. Und wir legen auch gleich los mit der ersten Akte. Wir sind in Italien. Und in Italien passieren ja immer die schönsten und interessantesten Dinge. Jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich gleich wieder losschreien und denkt sich wieder, oh nee. Es ist doch schon wieder Monza. Was soll denn das immer? Warum müssen wir immer nach Monza? Nee, wir sind diesmal nicht in Monza. Wir sind nämlich in Imola. Und in Imola spielte sich Folgendes ab an diesem verregneten Tag. Kann das sein, dass der Mustang ganz schön viel Power unterm Arsch hat, mein lieber Herr Gesangsverein? Junge, kam der mit Druck an! Hat er da gerade nochmal nach... Hat er nochmal Gas gegeben danach? Es sah fast so aus, als hätte er nochmal Gas gegeben. Ich glaube, da war auch ein bisschen Netcode im Spiel, ne? Aber das kann man hier an der Stelle. Das kann man hier an der Stelle nicht durchwinken, so wirklich. Weil. Aha, okay, danke. Wir können es nochmal genauer sehen. Ja, ist ein bisschen spät rausgezogen. Eieieiei! Ich habe wirklich gehofft gerade, dass wir Monster Turn 1 nehmen können. Ne, nicht Monster, sondern Imola Turn 1. Weil dann hätte man die Liste der wunderschönen Turn 1 Strecken nochmal ein bisschen erweitern können. Aber ist leider nicht, denn es war auf der Stadt Zielgrad. Was ich übrigens nie verstehen werde. Also ich weiß noch nicht. Na gut, also ich denke mal, man wollte den maximalen Windschatten ausnutzen und dann rausziehen. Weil es kommt ja immer, ne, wenn der Wind kommt, ist erstmal ein bisschen Entetrente. Aber das hat hier leider nicht so gut funktioniert. Deswegen, gibt es eine kleine Strafe von 0,6 Safety Rating, denn das ist Causing a Collision. Also drücken wir das mal ab. Da kriegt der Mustang einen Druff. Was haben wir denn jetzt hier als nächstes? Das war auf jeden Fall ein sehr ruhiger Einstieg. Oh. Uiuiuiuiui. Wenn ich das schon wieder lese. Eifel. Wenn ich das schon wieder lese und das erste Bild aus der archivierten Aufzeichnung. Oh no. Die Strecke ist halt, wie lang ist, ich brauche ganz kurz mal Input von der Jury. Wie lang ist die Nordschleife? 26 Kilometer. 22, 25, wollt ihr mich? 25,3. Wir nehmen das, was von Bensky kam. Wir sind nämlich sehr genau. 25,3 Kilometer. Wenn ich Ihnen jetzt zeige, wo es hier losgeht, werden Sie sich erstmal ganz geschmeidig an die Stirn fassen. Ich muss hier nochmal ganz kurz was kontrollieren. Aber schauen Sie doch mal, wo hier was passiert. Ich würde fast sagen, wir haben uns ungefähr 500 Meter bewegt und wie Sie sehen, sind wir noch nicht mal weit gekommen. Es ist die erste Runde. Und los. Schauen wir mal, was hier passiert. Die Stimmung richtig schön hochgekocht. Die Leute wollten schon wieder losschreien. Turn 1, Turn 1, Turn 1! Ja, am Arsch dran, da war nicht Turn 1. Ha! Reingelegt! Aber hier geht's trotzdem zur Sache. Wow. Was kam jetzt hier vor? Thank you.
Okay, das ist jetzt wirklich wild. Ich hoffe, wir sehen das gleich nochmal von oben. Ich würde fast behaupten, das ist ein Single-Screen-Fahrer. Ich würde wirklich fast behaupten, das ist ein Single-Screen-Fahrer. Der hat das nicht gesehen. Der konnte die Breite vom Auto nicht einschätzen. So aus dem Bauch raus. Ja. Ich glaube, da ist noch nicht sehr viel Kenntnis vorhanden für wie breit ist mein Auto und wie viel Platz haben die noch neben uns. Eieiei. Kann alles passieren, ist überhaupt nicht wild, kommt mit der Zeit, ne? Also ich würde da jetzt nicht sagen, dass das mutmaßlich war, zu sagen, also dass derjenige einfach dicht machen wollte oder so. Ich glaube, da ist wirklich einfach kein Verständnis, wie groß das Auto ist und wie viel Platz die anderen da noch hatten in dem Moment. Weil das Überleben und die ganzen Plätze waren sehr schön und euphorisch. Also ich denke, dass das im Kopf so passiert ist. Das Radar ist natürlich optional, ja. Aber man muss dazu sagen, wir haben uns dazu entschlossen, als wir uns das alles angeguckt haben, dass das ein Rennunfall ist. Also, weil man sieht ja, da ist nicht irgendwie großartig Absicht zu unterstellen oder großer... Der Wille, es ist nicht unbedingt der Wille zu sehen, wo man sagen kann, du... ne? Sondern es ist schon, no further action ist ein Rennunfall. Ein Hinweis kriegt er trotzdem, ne? Also die von uns in den Akten kriegt er nochmal einen Hinweis und auch einen Eintrag ins Muddy-Heft kriegt er. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn da Eichelschläge verteilt werden. Ne. So, dann gehen wir mal in die nächste Akte rein. Beim nächsten Mal wird das geahndet. Ui, meine Damen und Herren, wir befinden uns auf dem... Boah! Wir befinden uns auf dem... wirklich wundervollen britischen Rundkurs Silverstone. Wetter? Weiß ich nicht. Es ist sehr, 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 sehr dunkel. Und wir fahren auch ein britisches Fahrzeug. Das heißt, die Kombination ist legendär. Es kann eigentlich nur gut werden. Es ist leider nicht das Eisenschwein. Leider. Das wäre fantastisch gewesen. Es ist eins der schönsten britischen Autos. Für mich persönlich, muss ich sagen. Aber was hat sich denn hier abgespielt? Finden wir es heraus. Es ist ein Klassiker. Moment, ich muss kurz mal in die Akten. Was denn? Moment. Was wurde denn jetzt hier, was, ich würde jetzt, nee, okay, gut. Ich musste wirklich nochmal nachgucken, ob das jetzt, also, es war der Ferrari, der, okay, ja, nee, ich war gerade wirklich verwirrt für eine Sekunde. Gucken wir nochmal rein. Ich finde das halt so interessant, dass derjenige Ferrari gesagt hat, dass er auf einmal die Kurve so weit aufgemacht hat und ich da eine Lücke gesehen habe. Ich glaube, ganz viele Menschen sehen da sehr viele Lücken in Silverstone in der Kurve. Und jedes Mal denkst du dir so, seid ihr diese Kurve schon mal irgendwie gefahren und fährt die von da außen an und nicht innen? Und also wenn, also... Ah. Ich habe erst gedacht, das soll reported werden. Vor allen Dingen, he opens up. Du bist nicht mal hinten dran oder so, okay? Also das ist auf jeden Fall... Ah, also das wäre nicht da gewesen. Also wäre trotzdem rumgekommen, aber auch nicht so schön. Also das ist jetzt hier nicht so clever. Mal für euch, weil das ja auch ein Bildungsauftrag ist, ne? Bei dem Abstand brauchst du da nicht reinhalten.
weil die Menschen fahren nach hier draußen, um den bestmöglichen Entry in die Kurve zu haben. Das heißt, nur weil da jemand rüberfährt und nicht hier in drinne fährt, heißt das nicht, dass da irgendeine Tür offen ist. Zumal das Auto viel zu weit weg ist, dass da überhaupt irgendwie auch nur ansatzweise einen, wie soll ich sagen, dass man da reingehen kann. Ne? Also immer mit der Ruhe in der Kurve, entspannen Sie sich. Entspannen Sie sich, und das sind jetzt 0,6 Safety Rating, die da abgezogen wurden. Das war schon eine Dive-Bomb, ja. Das war schon eine Dive-Bomb. Der Einspruch war übrigens, he suddenly widens a lot and I see a space. He breaks even earlier. He doesn't see me and tightens. He should see in the mirrors if you want, I have my clip. Nee, nobody, nope. Aber man muss dazu sagen, wir sind wieder in einem Bereich unterwegs, wo die Rennerfahrung bzw. die, ja, ich sag mal, Rennintelligenz noch nicht so hoch ist und noch nicht so viel Verständnis für das ist, was auf der Strecke passiert. Wir sind mal wieder in Imola. Wir sind in der ersten Runde. Okay, Imola, erste Runde. Das kann ja was werden. Oh no. Oh no, das kann nur interessant werden. Davito, ich glaube, du sollst mal, du solltest noch mal lesen, weil das entspricht nicht der Guideline. Da solltest du dich noch mal erkundigen. Und weiter geht's. Moment, ich bin verwirrt. Was? Was machen wir hier? Moment, ich muss mal kurz gucken. Unsportsmanlike conduct. Overtaking in yellow flag situations. Yellow flags are not visible here. Ich bin gerade maximal verwirrt. Da ist eine weiße Flagge. Also ja, ist alles hier okay. Da ist eine grüne Flagge. Moment. Entschuldigung, aber hier geht gerade mein Bullshit-Meter ganz schön in die Luft. Wait a second. Also nach Prüfung fährt dieses Fahrzeug hier, das hier, Vollgas, liftet vielleicht mal 200 Sekunden, wenn überhaupt, und reportet den hier für Overtaking an der Yellow, der genau dasselbe macht wie du? Hä? Im Grunde genommen könnte man sagen, okay, hast einen scheiß Exit gehabt? Hast halt wirklich? Und der andere hat halt einen guten Exit gehabt. Aber warum zu... Das ist schon frech. Also man könnte jetzt sagen, das wäre eventuell dummschlau, aber Maga, wenn du kannst... Du reportest dich doch selber! Also wenn du unter, du sagst, dass dir das an der Yellow nicht gefällt, du stehst voll auf Pinsel, du überholst 3 Autos an der Yellow, 4 Autos an der Yellow und machst im Grunde genommen nichts anderes als der andere und reportest das, das ist schon frech. Aber, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist no further action, weil das einfach kokolores ist. Es ist halt kokolores, weil selbst wenn wir die Flaggen damit reinnehmen, dann... Das ist so das erste Mal, wo ich sagen würde, es wäre ganz nett, wirklich, es wäre wirklich ganz nett,
wenn wir die Möglichkeit hätten, die Leute zu bestrafen, die solche Reports einreichen. Das wäre einer davon, wo ich sagen würde, wo ich wirklich eine Warning aussprechen würde und sagen würde, hallo, vielleicht guckst du dir mal dein eigenes Ding nochmal an. Ja, und mit diesem fantastischen Fall und dem hoffentlich ein bisschen kleinen Schmunzler da draußen und auch dir, was dir vielleicht den Tag versüßt hat, würde ich diese Folge Jutke Dizzy heute abschließen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Ciao Kakao, bis den Dansen. Chat, sag doch mal auf Wiedersehen zu eurem Zukunfts-Ich.